Theo, der war einfach der blonde Engel. Überall war er der Engel und nicht der Prophet. Und dann waren wir schon drin. Also es war echt lustig und das ist halt einfach das, was wir lieben an dem Reisen. Wunderbares Branchenmagazin und heute haben wir hier den Martin Klebin. Sie ist der Chefredakteur und der Herausgeber von dem Heft und wir haben Fabian Zimmermann von Liebe und Gift hier mal dir. Und wir sprechen heute über Sehnsucht nach Abenteuer, ja? Antrieb, Inspiration und die ultimativen Reiseziele. Und ihr seid sehr herzlich eingeladen, euch auch gerne mit Wortmeldungen zu beteiligen. Wir möchten gerne hören, wie eure Erfahrungen ausschauen. Und ja, werden wir nicht zu viel Zeit verlieren. I am Isabella and I am from Brazil. This is Fabian, and he is German. We've been overlanding the world with our home sweet home, Frank the Tank, for the past almost 4 years. And together with our son Matteo and our two lovely dogs, Uni from Spain and Basco from Germany, we are living even for before. Subscribe and welcome to the family. Überhaupt dazu gekommen bist, dir so ein Fahrzeug anzuschaffen und ja, wie kam es dazu? Also, ich darf ja nicht lang, hat es gesagt vorher. Nee, aber es ist einfach so, ich war 30, jetzt bin ich 42, so. Ich muss so anfangen. Also 30, ich habe auch Firmen gehabt und war selbstständig und dann hat irgendwann die Pankreas das Zwicken angefangen und es kam halt dazu, dass ich sage, hey, ich muss langsamer machen. Ich bin dann einfach mit einem Passat-Kombi 2000, was weiß ich, was das war, ja, irgend so einen alten Hund. 13. Mit Zelt hinten habe ich gesagt, ich muss jetzt mal raus, schaue mir was an und bin nach Südeuropa gefahren. So, ich meine das wirklich kurz, dann kam Isabella ins Spiel, haben uns in Spanien kennengelernt und dann haben wir gesagt, okay, jetzt, ja, das Leben gefällt uns, Deutschland, Spanien, immer hin und her. Dann haben wir uns einen VW-Bus gegönnt und haben gesagt, okay, jetzt geht's los. War kein Allrad, war gar nichts, war so Fahrmann-Aufbau mit Hutze. Und da sind wir dann los mit unseren zwei Hunden. Also es sind Labrador und also Kali. Und dann war es so, wie kamen wir zu so einem Offroad-Fahrzeug? Wir waren dann, ja, ich habe dann immer explored und bin halt am Strand, an den Stränden dieser Welt oder in Europa halt immer stecken geblieben oder konnte nicht über den nächsten Hügel, musste immer dastehen, wo alle stehen. Also der Klassiker halt, ne? Und dann habe ich gesagt, das passt mir jetzt nicht mehr. Und in Portugal haben wir dann über Nacht entschieden, hey, da gibt es sowas wie den Caravan-Salon. Nichts davon gewusst und da sind wir hingefahren. Mhm. Ja, schwuppdiwupp. Ich glaube, 4 Wochen später war dann das Bimobil gekauft, weil das war dann auch wieder eine Sache, dass das halt, es war da, damals war das noch so, da gab es noch ein Fahrzeug und das haben wir genommen und dann sind wir einfach losgefahren. Und ja, wie ging es dann weiter? Dann haben wir halt, ich springe jetzt, dann sind wir halt verschifft nach Kanada, dann sind wir von Kanada halt bis Mexiko hin und her, zigzagging. Und dann irgendwann kam halt Covid, dann kam der Matteo und dann haben wir gesagt, okay, vielleicht sollten wir doch wieder mal nach Hause verschiffen. Dann wollten wir unser Auto erst umbauen, dann habe ich gesehen, oh mein Gott, ich bin da nicht so wie du. Umbauen, das wird jetzt nichts. Wir wollen ja eigentlich weiter, weil wir genau diesen Lebensstil weiterleben wollten. Und dann, ja, dann kamen wir zur Familie Krug und dann haben wir gesagt, okay, da gibt es ja was für uns, das können wir uns ja bauen lassen. Und jetzt fahren wir seit 6 Monaten rum und kommen jetzt gerade aus Marokko zurück. Mhm. Ja. Sehr schön. Auch ohne Plan. Wir wussten, wie wir losgefahren sind im Dezember. Es ist immer, Miriam ist immer lustig. Miriam fragt mich immer, und wo seid ihr und wo wollt ihr hin? Das ist eine klassische Frage. Also wo wir sind, kann ich nur sagen. Wo wir hin wollen, weiß ich nicht. Und Marokko war ja eigentlich auch zu und war gar nicht auf unserer Liste. Und wir waren dann irgendwo in Tarifa gestanden und da kam halt einer um die Ecke und sagt, hey, ich habe Tickets für die Fähre, ein Schweizer. Ja, Tickets für die Fähre nach Marokko. Sag ich, wie ist da wieder offen? Ja, am Montag geht die erste. Ja, wir waren auf der ersten drauf. Und waren dann halt, keine Ahnung, 150 Euro, was einmal die Leute denken, das kostet ein Vermögen, es war ein Riesenschiff. 150 Euro von Europa nach Afrika, also wenn man jetzt nicht ganz runterfahrt. Und dann haben wir halt ja, die 2,5 Monate in Marokko genossen. Ja. Was waren so die besten
Momente von diesen 2,5 Monaten? Oh mein Gott, also Land und Leute logischerweise, andere Kulturen, also es ist ja wirklich ein bisschen anders. Für mich immer Essen ist sehr interessant, dann mal die Ruhe in der Wüste wieder zu fühlen und für mich auch, also für uns ist zu Hause 1000 Kilometer um das Fahrzeug. Das ist so, die Heimat. Das ist so, ja, wenn du sagst, ja, ich bin da, 1000 Kilometer, ja, das schaffe ich, das kriegen wir hin. Und das war halt einmal wieder wichtig zu sehen für mich, dass auch in Europa, in Marokko hast du die Wüste. Ich war schon ein bisschen, hab schon ein bisschen Tschüss gesagt von Europa, Surfen. Ja, da gibt es ja gar nichts mehr bei uns. Ich will da nicht mehr hin, ich will wieder zurück nach Mexiko, weil da ist ja alles super. Aber es ist auch vor der Haustür schön. Ja. Und das habe ich da wieder gemerkt und gesagt, ja, okay, ich kann ja mal übers Wochenende nach Marokko und zum Surfen und so. Also, macht man dann nicht, aber man denkt, also das war auch mal wieder schön, das zu sehen, dass das auch noch gibt. Und dieses Wilde, Freie, wenig Platz. Leute, das Herzliche. Okay. Das war Ramadan, wir haben jeden Abend dieses Dor mitgegessen mit einer anderen Familie. Der Matteo, der war einfach der blonde Engel. Überall war er der Engel und nicht der Prophet. Und dann war man schon drin. Also es war echt lustig und das ist halt einfach das, was wir lieben an dem Reisen. Das klingt wie Geschichten aus 1001 Nacht. Ja. Wenn wir schon in diesen Dimensionen vor der Haustüre reden. Martin, du warst ja in Island, stimmt das? Ja. Letztes Jahr, oder? Ja, sehr kurz leider. Ja, okay, erzähl uns davon. Das ist ja eine sehr beliebte Destination eigentlich. Bucketlist, oder? Ja, ist es noch möglich für uns? Wir wissen nicht, was wir nach der Messe machen. Ist es dann mal schnell mal eineinhalb Monate mit runterreißen oder sagst du eher, nimm dir mehr Zeit? Also Island ist speziell. Mhm. Also Island ist unglaublich karg auf den ersten Blick, wo man denkt, warum fahre ich hier eigentlich hin? Du bist erstmal seekrank nach 2 Tagen Fährpassage, die ja wirklich lang ist. Das sollte man nicht unterschätzen. Also man ist wirklich 2,5 Tage unterwegs. Und wenn Island schlechtes Wetter hat, ist Island echt ungemütlich. Mhm. Aber wenn man über dieses Hochland fährt und auf einmal hast du so einen grünen Flaum, den du aus der Entfernung siehst und denkst, es ist satt grün und du bist da und denkst, wo ist dieses Grün eigentlich? Du merkst, das ist alles so klein. Also es ist eine sehr spezielle Schönheit an Island, die man suchen muss. Und was sicherlich unschön ist und wo wir Glück gehabt haben, weil Island im letzten September noch sehr leer war, das natürlich an den Hotspots auch wirklich, also da sind Parkplätze für solche Fahrzeuge, weil da die großen Linienbusse stehen und zwar nicht einer, sondern 20. Also das gibt natürlich, heißt, es geht in Richtung Massentourismus? Also die Ringstraße rund um Island ist vollstens erschlossen. Es gibt ein großen Markt von Mikrocampern, weil mittlerweile Übernachten und Hotelunterkünfte auf Island auch super teuer sind. Deshalb gibt es ganz viele so ein Format Caddy und Berlingo, wo man dann sehr günstig mit rumreisen kann. Es gibt eine super Infrastruktur zum Camping, denn mal übernachten auf Island, no way. Aber es gibt überall Campingplätze und es gibt traumhaft schöne Campingplätze. Aber in der Saison vorreservieren, also gerade so Klassiker wie eine Askja, wenn man da jetzt im August mal eben hochfährt, dann ist da eben auch nichts. Ist nichts für uns. Genau, also demnach muss man dann wieder um. Genau, Island ist tatsächlich ein Land, wo man planen muss. Ja, das stimmt. Also man muss die Fährpassage planen, die ist jetzt wahrscheinlich eh ausgebucht. Man muss die Campingplätze planen, man muss die Vulkanausbrüche planen, dass man genau richtig da ist, wenn der Vulkan ausbricht. Haben wir Glück gehabt. Ist ein wirklich außergewöhnliches Land, was einem die Schönheit nicht so direkt präsentiert, glaube ich. Ich glaube, so kann man es am ehesten sagen. Man muss da sich schon Zeit nehmen und das verstehen und sitzen und es auf sich wirken lassen und auch Zeit haben. Da sind wir beim Thema Zeit. Wenn ich an einem Ort bin, von dem ich weiß, der soll ganz toll sein, und ich habe aber einfach mal 3 Tage eine Atlantikfront, die da durchzieht, dann ist der auch nicht. Dann sitzt du da und wartest ab oder planst um, fährst woanders hin und musst nochmal wiederkommen. Also ist ein sehr besonderes Land. Ich kann gut verstehen, dass die Leute Island lieben. Ich war nicht lang genug da, um diesen Schritt zu schaffen. Ich muss noch mal hin und muss noch mal Zeit haben. Aber es ist wirklich außergewöhnlich. Und wir hatten wenig Zeit. Also mein Auto ist ja deutlich älter als das, mit dem ich da war. Der hatte direkt den Getriebeschaden, als wir oben angekommen waren auf dem ersten Pass. Okay. Demnach haben wir eine sehr kompakte Runde gedreht. Wir wussten, da kommen wir auch wieder zurück. Ja. Und man merkt aber, ich brauche hier Zeit. Und Island ist super, um da 3 Monate zu verbringen. Die Zeit braucht man schon. Spannend. Einen Teil euch angeschaut, ist das eine Destination, wo ihr wieder hinfahren würdet? Ist Afrika sowieso irgendwie
Destination. Da muss ich Thomas mit dazu holen. Thomas, würden wir nochmal nach Namibia fahren? Ja. Du würdest sofort wieder nach Namibia fahren. Du bist Afrika-Fan. Auf jeden Fall. Ja. Also würde ich auch noch ein drittes Mal auf längere Zeit. Ja. Längere Zeit. Zeitrahmen ungefähr. Wie lange ich es mir wünschen würde? Ach, ja, glaube ich, kann man da schon Dinge entdecken, das, was man so grob gesehen hatte. Ja. Für uns aus aktuellem Anlass, im September, soll ich es nach Argentinien verschiffen oder nach Südafrika, nach Port Elizabeth und dann? Wir haben 5 Jahre Zeit. Ich glaube, dass, aber Sie Hamburger müssen immer uns entscheiden zwischen A1 und A7. Fahren wir an die Nordsee oder fahren wir an die Ostsee? Ja. Ich bin mittlerweile echt Südamerika-Fan. Ich mag die Leute da. Ich komme damit gut klar. Mir ist es zum Beispiel auf Reise, man hört immer, bei uns in der Leserschaft fallen immer zwei Sätze. Ich will das Auto artgerecht halten und ich will weg vom Menschen, ich will meine Ruhe haben. Und ich denke immer, das finde ich beides doof. Ja. Also Auto artgerecht halten passiert automatisch, denn ich habe so ein Auto, ich kann woanders hinfahren. Und weg von Menschen ist doch total doof, wenn ich andere Länder kennenlernen will. Ja. Und das ist natürlich in Südamerika, Mittelamerika, Mexiko. Ja. Mexiko ist einfach ein Knaller. Bolivien ist ein Knaller. Ich glaube, das sind wir wirklich genauer auf. Also wir sind sehr spontane Menschen und wir lassen, ich krieg schon wieder Gänsehaut, und wir lassen uns immer auf solche Sachen ein. Ja. Und wir stehen jetzt hier vor 80 Kameras. Nee, aber ich denke, dass Isabella ist aus Brasilien. Ja. Sie möchte mal kurz heimfahren. Das war schon immer so ein Traum von ihr, mal kurz heimfahren. Und es geht jetzt, wir wechseln immer, Miriam hat das mitbekommen. Wir wollten jetzt eigentlich, war schon die Idee, dass wir nach Port Elizabeth gehen, dann die ganze Runde fahren, kannst du ja auch mal 5 Jahre aufhalten. Aber ich glaube, Südamerika, ja, es wird doch Südamerika. Südbrasilien ist außergewöhnlich schön, außergewöhnlich abwechslungsreich. Ich war nicht da, ich bin aus Rio de Janeiro. Ich war total überrascht. Das war eine Covid-Reise, ungeplant, mit gebrochenem Fuß, wo man sagt, ich muss das Auto jetzt einmal aus dem Zoll bringen, wieder 4 Wochen zurück. Südbrasilien. Uruguay, oder wo hast du das? Der steht in Uruguay, genau. Also so, du hast das, auch dahin verschifft? Das Auto steht schon länger da, aber nach Montevideo zu verschiffen ist der richtige Plan, ja, genau. Ja. Das sind 3 Bundesstaaten, so groß wie Frankreich und bei. Und da habe ich so viele Sachen, die mit Brasilien. Was verbindet man mit Brasilien? Rio, Amazonas, Fortaleza, hätte ich mal gesagt, hier oben Jerry die Ecke. Mhm. Und das war's. Aber Atlantik-Regenwald, große Schluchten, endlose Strände, auf denen ich fahren kann. Das hast du alles in Südbrasilien. Ja. Super, also hin und da hochfahren. Ja. Das war die Idee. Und dann Rio. Dann reicht die aus. Ich denke, wir bleiben in Südamerika in der End. 5 Jahre nur Südamerika. Wieso nicht? Ja, ultimative Ziele haben wir jetzt ja schon angesprochen und vielleicht auch wieder zurück zu den Wurzeln nach Brasilien. Ich denke, die Welt steht einem ja offen mit einem Expeditionsfahrzeug, das er für eine Zeit lang zumindest autark sein kann. Vielleicht habt ihr noch ein paar Punkte, die ihr erwähnen möchtet, wie zum Beispiel ihr jetzt den Sommer noch verbringen werdet, wie Vorbereitungen laufen, um vielleicht mit Familie, mit Haustieren unterwegs zu sein. Seid ihr mit Haustieren unterwegs, Martin? Also, kein von denen ich wüsste, dass sie mitreisen. Also bei mir ist es tatsächlich auch was anderes. Ich reise meistens ganz alleine und das ist ja auch immer irgendwie dienstlich verknüpft. Insofern, das ist nochmal eine andere Art zu reisen. Und das sind eher kurze Trips. Also ich beneide das ja, eine längere Zeit unterwegs zu sein. Also meine Touren, ich hoffe, dass ich im Winter mal wieder für 8 Wochen am Stück fahren kann, aber der Rest sind wirklich, also mich geht es jetzt Ende Juli 2 Wochen nach Finnland, aber das ist auch wirklich dann für mich Arbeit. Also wir fahren hoch, wir produzieren eine Geschichte, wir gucken, was kann man da machen, was wäre die Empfehlung für die Leute, die planen wollen, wo kann ich hinfahren, was gibt es, was sollte ich mir anschauen. Und dann verbringe ich den Rest des Sommers tatsächlich eher mit Arbeiten. Dann ist es Saison, ist natürlich viel zu tun. Wir machen, wir machen genau das Gegenteil. Also nicht, dass ich jetzt sage, ich will nicht arbeiten, wir haben einen YouTube-Kanal, das ist auch jede Menge Arbeit. Du weißt, wie viel Arbeit dahinter steckt, mal was zu editieren. Aber wir haben jetzt eigentlich keinen Plan, wie gesagt,
jetzt geht es dann heim zu den Hunden, also heim nach Regensburg. Dort werden wir die Hunde einpacken und dann sind wir wirklich flexibel. Aber dann die Planung, wir müssen schon, also das tickt bei mir als Deutscher, ich muss jetzt schon dann, im August muss er das aufs Schiff, wir haben einen Flug, glaube ich noch, wir hatten einen Rückflug. Vor 2 Jahren hatten wir den Rückflug dazu gebucht, nach Argentinien schon mal vorsichtshalber, weil das da günstiger war, wie einfach ein Fracht zurückzureisen. Und den haben wir jetzt noch und der ist, glaube ich, am 9. September oder so. Das ist also, der schwebt halt da so. Das müssten wir jetzt irgendwann entweder umbuchen nach Kanada oder irgendwas oder irgendwo hin. Aber long story short, wir haben keinen Plan bis September, außer dass ich vielleicht mal in Hamburg vorbeifahre und das Auto aufs Schiff fahre. Und dann ist, ja. Und dann ist nur die Planung über das Verschiffen dazu muss. Papier, Hunde, alles das, der normale Planen, das ja, muss machen. Also, Isabella sagt es gerade, der normale Wahnsinn, den wir gar nicht mehr erwähnen, der halt einfach schon mitläuft. Mal wieder hier den Hund zum Impfen bringen und was weiß ich, die Papiere alle richtig haben. Aber die haben wir jetzt mit Matteo, der hat jetzt einen Reisepass bekommen. Ich glaube, es ist einfach in Deutschland einen Reisepass zu bekommen, als Kleinkind. Nein, der gilt ja nur ein Jahr, aber wir gehen doch länger wie ein Jahr. Ja, das geht nicht, weil das Foto passt ja dann nicht mehr. Das sind so Kleinigkeiten, da muss ich halt jetzt ein bisschen drum organisieren. Und, aber dann lassen wir das einfach wirken. Ja. Wir machen auch im Gegensatz zu dir, das ist ja ein ganz anderes Rezept, wenn man YouTube-Kanal, Vlog. Ja. Hallo, hier bin ich. Die Geschichten planen wir nicht, sondern die passieren. Und dann filmen wir halt. Und dann kann es aber auch passieren, dass viele Geschichten leider nicht drauf sind, weil wenn es passiert, dann habe ich jetzt gar keine Kamera da oder es passiert halt gerade und ich will es genießen. Und das machen wir halt schon, das ist das, was du meinst, was du wahrscheinlich sagst mit Beneiden, das machen wir halt schon noch. Wir genießen noch sehr. Ja. Und sehen jetzt auch, ich sage jetzt negativ, ein Ende mit den 5 Jahren von Matteo. Wir müssen dann ja auch das vielleicht zurückfahren und vielleicht so wie bei dir ein bisschen mehr Kurztrips planen. Oder vielleicht ein bisschen vorausschauen und doch planen, sagen, das Auto da lassen. Doch das böse Planwort. Und dann doch halt irgendwo stehen, in Argentinien das Auto lassen oder in Uruguay, so wie steht unten, oder deiner? Und dann halt wieder mal hinfliegen und so. Es bleibt spannend. Ja. Aber das ist ja gerade das Coole an dem Lifestyle. Ja, ganz genau. Wann, wenn nicht jetzt? Genau. Herr Niederkofler, haben Sie vielleicht schon irgendwie eine Idee, wie es dann weitergeht? Sollte doch ein großes Fahrzeug im Raum stehen? Ja, wir sind dabei. Wir steigen morgen das Fahrzeug. Ja. Das dauert jetzt wieder ein Jahr. Ja. Wir müssen warten. Wir waren viel Afrika unterwegs. Mit Jeep hier auch in Patagonien im Februar, im Monat. Und da wollten wir auch nicht mehr zurück, Frau und ich. Da kam der Entschluss, dass wir gesagt haben, so, jetzt kaufen wir so ein Fahrzeug. Das wollen wir jetzt haben. Und möchten uns so, bei uns ist ja ein bisschen anders, ganz los kann ich noch nicht von der Firma, aber so 3-4 Monate, 2-3 Monate Frühjahr und Herbst, dass sich auskennen. Und dann kann nur zustimmen, dass man wird immer langsamer, das haben wir auch schon gemerkt, nach einem Monat, dann irgendwo hat man gar keine Eile mehr, irgendetwas zu bewegen. Und wir machen das genauso wie Sie. Ich bin auch abonniert, Explorer, das ist sehr interessant immer. Und wir planen gar nichts, also wir fahren einfach los. Und viele sagen, ja, das versäumst du was. Also ich kann nur zustimmen, da versäumt man gar nichts, weil die Hotspots, die findet man fast blind über der Gegend. Und wir wollen auch, unser Plan ist auch jetzt, wenn wir das Fahrzeug kriegen, ich will es nach Argentinien verschiffen, weil Argentinien hat es mir angetan. Ich war zwar noch nicht, aber ich habe rüber gesehen und dann drüben lassen. Wir müssen uns erst ein bisschen einleben in der ganzen Ding, weil ich weiß zum Beispiel noch nicht, wo man so ein Auto stehen lassen kann da drüben. Da sichere Plätze, wenn man mal zurückfliegt und mal 3 Monate nicht kommt. Auf jeden Fall. Gibt's das? Ja. Ja, eben, da muss ich mich erst ein bisschen interessieren. Und weiß ich auch noch nicht, wo ich da die Informationen kriege. Also es gibt die Plätze sicher. Ja. Also UI Stories oder irgend so Sachen, die man nennen kann. Die kennt man, also wirst du dann kennenlernen. Ja. Aber es geht auch anders und das ist der zweite Weg. Florida, Weihnachten, wir waren da, keine Ahnung, mit unserem Riesenflügel, Key West, wir waren in Key West mit unserem Riesenflügel, haben natürlich ein Ticket dran, mein Gott, sind einmal $20, aber wir sind trotzdem da gewesen, haben sie genossen.
Wir hatten dann die Möglichkeit, jemanden kennenzulernen. Und er hat gesagt, ja, wir konnten nie nach Hause. Wir haben die zwei Hunde und das ist so stressig. Ja, park doch bei mir in der Einfahrt. Und das ist ja dann dein Gefühl. Also du lässt dich ja dann auf Leute ein und dann ja, dann steht er da und dann sagen die, ja, hör zu, fliegt halt jetzt Orlando, kommst schnell heim. Fliegt nach Hause, lasst die Hunde da, ich habe einen Garten, alles gut. Sowas passiert. Das ist uns jetzt so zwei oder dreimal auf dieser Reise passiert, dass unsere Pausen, die auch nötig sind, aber die haben wir auch nie geplant, sondern die sind dann passiert. Dann sind zu uns gekommen. Also zu sagen, du sagst es nicht, aber ich sag's mal in die generelle Welt, zu sagen, es geht nicht, ich kann da nicht hin, weil ich weiß ja nicht, wo ich ihn dann lasse. Es passiert sowieso. Wer immer sagt, dass the road provides. The road provides, ja, ja, ja. Immer. Also ich habe da auch keine Angst, irgendwo hinzufahren. Ich weiß zwar auch nicht, wo ich am unsichersten bin, sind die Staaten wie Mexiko und so. Wir waren jetzt zwei Jahre in Mexiko am Stück. Wir sind immer noch. Und wir sind hier. Alle anderen Länder habe ich überhaupt keine Probleme. Aber da kann ich dir definitiv auch zum Parken und Heimfliegen Tipps geben. Das ist okay. Ja, and so you've also been in Montenegro, for example, with your Unimog. So tell us a little bit about that. Is it, how did you feel when you were in your home country? It was amazing. I wasn't there in 15 years. The last time I was there as a little boy, so it was cool. Just going there for the first time in 15 years, driving my truck, you know, seeing family, I haven't seen them for a very long time. Right. It was exciting. I believe so. And is it exciting also, or sometimes, Were you surprised by roads or bridges that you had to navigate around, or was for it most part, easy? It was easy. Yeah? Google Maps. I mean, I come from New York, so if they say you can drive in New York City, you can drive anywhere. It's true. For the most part, driving has been fine. It's been easy. I know the height of my truck, I have the indicators on top, remember? Yeah. So when I get to low bridges, I know I just stick my head out the window, I'm good. Keep going. Yeah. But it's awesome. And Switzerland is next. Maybe Scandinavia. And some people have been telling me maybe I should go up north. So I don't know. Yeah. I'll see in the next few days. Yeah. Maybe Fabian can give me some tips. Thank you. Maybe we're going to end up in Scandinavia as well. Yeah, maybe we travel again together. It's possible. Yeah.